Tobi, knapper Sieg in Spielberg. Ein bisschen glücklich vielleicht? Ich würde es nicht als glücklich beurteilen. Der Sieg war halt einfach über den Wille und die Einstellung und war im Endeffekt, denke ich, dann auch verdient. Ja. Die Tore sind aber doch irgendwie ungewöhnlich gefallen. Oder zumindest aus Spielberger Sicht etwas, was nicht unbedingt hätte sein müssen. Hätte nicht sein müssen. Natürlich war da ein bisschen Glück dabei. Aber wenn man sieht, dass das Gegentor von uns natürlich auch individueller Fehler ist, dann kommen wir zurück und dann, wie gesagt, kommen wir über die Einstellung, über den Wille und dann drehen wir das Spiel. Ja? Wie war das insgesamt heute in letzter Zeit oder zurückliegenden Spielen wart ja schon die überlegenere Mannschaft. Wie war es heute gegen Spielberg zu spielen? Wir wussten, dass es schwierig wird, weil Spielberg natürlich sehr unangenehme Mannschaft ist. Kommen auch viel über den Einsatz, laufen viel, hauen sich rein und ich würde sagen, dass es dann schon ausgeglichen war. Natürlich ein bisschen Glück dann, wenn man den Freistoß sieht. Aber der Fokus lag einfach darauf, dass wir hier 3 Punkte mitnehmen. Das haben wir geschafft. Also mit der Leistung zufrieden? Mit der Leistung zufrieden, ja, auf jeden Fall. Euer nächster Gegner lautet jetzt SV Oberaachen daheim. Wie werdet ihr versuchen, diesen Gegner zu packen? Genauso wie heute über die Einstellung, über den Wille. Natürlich auch spielerisch, wollen wir die bearbeiten. Und zu Hause sind wir gut. Auch wenn es die letzten Spiele nicht so war, haben wir natürlich individuelle Fehler gemacht. Viele Gegentore bekommen, wollen wir den Fokus darauf legen, dass es nicht so sein wird, dass die Null steht. Dass wir vorne unsere Chancen erarbeiten und natürlich auch reinmachen. Ja. Und was meinst du, wie die Tendenz insgesamt aussieht und was ihr euch da vorgenommen habt? Wir haben grundsätzlich eine Qualität in der Mannschaft. Wir haben aktuell 6-7 Spieler, die verletzt sind. Das sieht man heute. Wir sind mit einem Kader mit 14 Leuten angereist. Grundsätzlich ist die Qualität da und wir schauen natürlich, dass wir da oben Anschluss behalten und auch oben mitspielen werden. Ja. Tobi, ich danke dir vielmals für das Interview und wünsche dir noch viel Erfolg. Ja, Dankeschön. Danke.